Guten Nachmittag. Ja, tödlicher Glaube. Ein tödlicher Irrglaube. Leute, es wird spannend. Wir hatten ja über KI jetzt schon gesprochen und so weiter und so fort. Und es wird auch um die Digital Natives gehen, die Allwissenden und so weiter und so fort. Wie bin ich drauf gekommen? Und zwar ist das ein wirklich bitterer Nachtrag zum Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Es hat mich jemand drauf gebracht. Und zwar unter dem Video Dummheit immer fürchten. Ne? Es ist eine Tragödie passiert. Darüber hatte ich auch schon berichtet, muss ich aber nicht verlinken. Schrieb dann doch ein Kommentator, Buddypress, unter anderem, einerseits verlieren die Menschen das Fahren bzw. das Beherrschen des Fahrzeuges und deren Leistung, also Feinmotorik wird nicht mehr benötigt. Andererseits hilft es den meisten, dass sie sicherer unterwegs sind. Kuckuck. Doch wenn die Elektronik versagt, dann wird meist die Schuld auf den Menschen geschoben. Und dann haben wir noch ein bisschen hin und her diskutiert, auch CAD-Programme und so weiter. Aber bevor ich zu dem Ganzen richtig komme, noch mal ganz kurzen Rückblick. In den letzten drei Videos habe ich gesagt, wir sind wieder da. Info-K, lasst es uns doch wiederbeleben. Es hat doch funktioniert. Wir hatten doch in der Corona-Zeit mächtig viel Wirbel gemacht, dass sogar Zeitungen berichtet hatten. Verärgert berichtet hatten, dass wir die Leute aufklären. Fragen zur Politik und Corona. Naja, gut. Genauso das hier, wer bezahlt die deutschen Waffen für die Ukraine? Diese Frage einfach mal an die Unbedarften stellen, um die noch ein bisschen mehr aufzuwecken. Nicht die totalen Klimidioten und so weiter, da hat es keinen Zweck. Aber nein, man kann ja nicht bis zu Ende hören, da wird gleich rumgemeckert, aber wer zahlt denn das schon? Das wissen wir doch. Ja, aber das wissen die Idioten nicht. Ja, gut. Genauso hatte ich dann aufgerufen, gerade weil es gefährlich wird jetzt mittlerweile, wenn die WHO das wirklich alles so durchkriegt, was sie vorhat, dann haben wir eine Weltregierung. Und dann kann auch mal wegen des Klimas ein Lockdown passieren und da können noch ganz schlimme Dinge passieren. Aber wenn ich die Statistiken dann angucke, die möchte ich jetzt gar nicht zeigen, die sind traurig geworden. Zu Anfang war es Neugier, ja, hier, man könnte ja mal gucken und so weiter und so fort. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Beschwerdebrief von den Angeschriebenen bekommen. Aber naja, das ist halt immer so. Alles Sofa-Revoluzzer. Naja, gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar hierzu, was ich angesprochen hatte, also tödlicher Glaube. Das geht bis dahin. Die KI übernimmt mittlerweile. Aber was ist alles in der Zeit passiert? Gucken wir uns doch mal diese Digital Natives an. Und da passieren solche Dinge, wo man nur praktisch diesen Programmen und Apps heißen sie ja mittlerweile, wenn man denen nur vertraut, dann passiert zum Beispiel bei CAD-Programmen, wenn man denen komplett vertraut und nicht mitdenkt, ja, dass der A400M, na, sagen wir mal, sämtliche Verkabelungen, ich übertreibe mal quer durch den Laderaum, hat legen müssen und das geht nicht. Da muss ich ja die Ladung reintun und so weiter. Da gab es furchtbare Irrtümer, weil keiner wirklich mitdenkt, geht denn das überhaupt, was mir die CAD-Programme, die sind auch eine kleine KI, da vorschlagen oder da einfach so reinpflastern. Oder ein Architekt sagte mal, wenn ihr so weitermacht, dann baut ihr das Klo noch in die Küche ein. Ihr müsst doch mal ein bisschen überlegen, was ihr da macht. Die Zeichenprogramme, ne? Einfach so genutzt, ja. Und es kam schon zu einem Hauseinsturz, weil man nicht einfach nicht mitgedacht hat, geht es hier um Tonnen oder geht es hier um Kilotonnen an Last oder was heißt Kilo und so weiter und fort. Alles solche Dinge. Fahrassistenten, was passiert damit? Die werden genutzt, da wird das Auto bis mehr als die Grenzen der Physik erlauben, ausgereizt. Ja, wenn man keine Ahnung vom Autofahren hat und sich einfach bloß auf die Technik verlässt, ja, dann hat man auch kein Gespür für die physikalischen Grenzen. Und dieses Gespür, das kommt aus dem Unterbewussten. Unterbewusstsein arbeitet aber nur mit vorhandenem Wissen. Das Unterbewusstsein verknüpft, ohne dass wir es merken. Ja, wenn ich aber kein Wissen habe, gibt es nichts zu verknüpfen. Das sind alles solche Gefährlichkeiten. Das geht sogar weiter mit der Superzahnbürste, die kreisende Bewegungen macht. Ja, wenn keiner mehr diese Feinmotorik beherrscht und einfach mal mit der Hand kreisende Bewegungen machen kann, um seine Zähne richtig zu putzen, ja, dann braucht man eben auch so einen Mist. Ne? Das muss ja irgendwie, sagen wir mal so, die meisten Produkte, die beruhen letzten Endes nur auf der Bequemlichkeit und vor allem auf der Dummheit des Nutzers. Naja, gut, ja, aber jetzt kommt es noch schärfer. Und zwar nicht bloß so. Wie sagte mal jemand in einem Roman, und dann wären sie plattgefahren wie die Igel. Ja, nee, nee, nee.
Mittlerweile, das kam jetzt raus, das hat Uncut News hat den Artikel veröffentlicht, wunderbar, mit freundlicher Genehmigung der US Air Force. An einem Test mit einer KI-gesteuerten Drohne tötet diese den Menschen, der es bediente. Na, ist ja wunderbar. Also man kann sich, naja, ich werde es verlinken unten drunter, in der Videobeschreibung. Man kann tatsächlich, wenn man sich zu sehr drauf verlässt, auf diese künstlichen Intelligenzen, dass die dann sagen, ey, ich soll ja was ganz anderes machen. Und Benutzer, wenn du mir das jetzt plötzlich verbietest, dann schalte ich dich aus. Tötet in Anführungsstrichen. Und so weiter. Und das stelle man sich jetzt mal alles in echt vor. In physikalischen, also nicht in Gedankenwelten beziehungsweise programmtechnischen Welten, sondern in der physikalischen Realität. Ja, dann kann es passieren, dass die Drohne dann sagt, warte mal, also wenn du mich immer an meiner Aufgabenerfüllung hinderst, ja, dann hindere ich dich mal, mich zu bedienen oder mich zu stören. Was sind Digital Natives? Laut Duden sind Digital Natives Personen, die mit digitalen Technologien aufwachsen. Ja, Moment. Und in ihrer Benutzung geübt sind. Ja, die fühlen sich aber ganz anders. Die denken, bloß weil sie Zugriff auf jedes bisschen Wissen haben, sind sie allwissend. Gut, diese Beschreibung macht nicht den Fehler, Digital Natives als in jeder Hinsicht kompetente und wissende Nutzerinnen darzustellen. Das finde ich auch gut. Das hat dieses bpb.de ganz gut herausgearbeitet. Und die haben auch dieses Bild herausgegeben. Was nützt es, wenn ein Baby auf dem Handy rumtippen kann? Da sind die Eltern meistens ganz stolz. Guck mal, das kann schon ein Handy bedienen, das kann Oma nicht. Ja, wenn es ansonsten einen hohlen Kopf hat. Nützt nichts. Leute, jetzt sind wir bei 6 Minuten 46. Ich sage nur letzten Endes, damit das nicht noch so weit kommt und damit nicht noch andere Idiotien passieren. Ich bleibe wieder dabei. Erwerbt Wissen. Wissen ist die Basis für das Denken. Und wenn ich kein Wissen habe, dann kann ich nicht denken. Und wenn ich alles der KI überlassen will, ja, dann muss ich aber wenigstens wissen, was ich hier überlasse. Aber das sind eben diese Dinge. Und da sage ich auch, IQ ist nichts. Aber wenn ich keine Bildung habe, also kein Wissen erworben habe, dann ist das letzten Endes das Ausschlaggebende, dass es zur Idiokratie kommt. Wir sind schon längst mittendrin. Klar. Aber es kann ja noch schlimmer kommen, ne? Wer den Film kennt, ja, das ist zwar albern, aber gut, lassen wir das. Liebe Leute, erwerbt Wissen. Das ist mein Credo, absolut. Erwerbt Wissen und gebt es an die Enkel weiter, denn die Digital Natives sind ja mittlerweile schon als Generation Z schon im Eimer. Bei denen kann man wohl kaum noch was machen. Glaube ich jedenfalls nicht mehr. Kaum noch drin. Gut, na dann, alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video und macht was. Also erwerbt Wissen, aber macht das gut. Tschüss, tschüss.